Hi Leute, Mary Beauty hier und herzlich willkommen zu einem Schminktutorial. Ich habe hier mein Schminkköfferchen und da wollte ich euch einfach mal zeigen, wie ich mich morgens immer so fertig mache, also meine Morgenroutine. Und weil viele haben mir in die Kommentare geschrieben, ich wäre so sexy und gut aussehend und alle wollen mit mir schlafen. Und da habe ich gedacht, ich zeige einfach mal, wie ich mich immer so hübsch mache. So, also fangen wir erstmal mit den Lippen an. Die sind bei mir immer so ein bisschen ungeschminkt, aber jetzt mache ich die so ein bisschen geschminkter. Das ist ein Lippenstift, rosa-rot Farbe. Und ich glaube, das gehört einfach so. Ich weiß, es gehört einfach so. Also, normalerweise mache ich es natürlich besser. Ich habe aber jetzt hier auch keinen Spiegel, deswegen. Das wäre der erste Schritt. Was habe ich noch? Ja, ich habe hier so ein. Ich weiß jetzt nicht. Ich glaube. Sowas. Das ist so ein Spiegel, da kann man sich selbst sehen. Und hier sind so Farbdinger. Ein Farbding und da kann man, glaube ich, so sie färben. Also du musst quasi die Finger, glaube ich, einreiben unter die Augen. Ja, genau. So, das wäre dann fast alles. So, ich habe immer zur Sicherheit noch einen Tampon mit, falls mich Leute nerven, kann ich mir die Ohren zustopfen. Aber das sind alles Frauenprobleme, kennt ja sicher jeder von euch. Ja, ich habe dann noch so einen Stift hier. Ich weiß nicht, ich glaube, damit muss man die Augen anmalen. Aber ich, ja, am Punkt nicht mehr. Das ist ungefähr der Look, den ich erzielen wollte. Du musst dann natürlich noch ein bisschen mit den Händen verreiben, so. Und dann sieht das aber wirklich sehr sexy aus. Es gibt dann natürlich noch andere Möglichkeiten, die Augen zu betonen, beziehungsweise das, was in den Augen drin ist, also dieses, was Farbe hat. Da kann man zur Not auch Edding nehmen und muss sich dann die Augenlider anmalen. Das mache ich jetzt nicht. Nicht, weil ich es mich nicht traue, sondern es gibt bessere Methoden. Aber zur Not geht halt auch der Ding. Ja, Leute, ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen. Ihr dürft gerne in die Kommentare reinschreiben, ob ihr euch auch so schminkt oder wie eure Schminkroutine ist oder wie ihr das immer macht. Ich mache das so, ich sehe so auch richtig geil aus. Die ganzen Weiber in meiner Schule sind auch bloß eifersüchtig auf mich. Das war es jetzt von der Beauty Queen, Mary Beauty. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Küsschen, meine Lieben. Hab euch alle ganz doll lieb. Daumen nach oben nicht vergessen. Und tschüss. Oh Gott, von diesem Gelaber kriege ich Kotzwürgereien.